Tag für dich. Ja, für mich war es ein super Tag heute, keine Frage. Wie waren denn die letzten 3000 Kilometer für dich, was du da alleine hast? Ja, die waren hart, also die waren richtig hart. So, und ich habe mich immer umgeschaut, weil ich mir irgendwie nicht sicher war, ob es wirklich reicht. Und die letzten 500 Meter waren viel härter als gedacht. Ich dachte, ich kann schon viel früher anfangen zu feiern, aber es war super steil und Gegenwind. Und da wäre ich noch fast vom Rad gekippt gefühlt. Als ihr unten reingefahren seid in den Berg, ist der Lacus weggefahren. Ja. Dachtest du, jetzt ist gelaufen oder hast du dich immer noch stark genug gefühlt? Ja, ich hatte so ein bisschen Sorge, dass zu viel gegambelt wird. Irgendwie Alaphilippe Spielchen getrieben. Und da hatte ich schon kurz gedacht, ob das noch was wird. Aber dann eigentlich ab dem Moment, wo ich so ein bisschen freie Fahrt hatte und niemanden mehr an meinem Hinterrad, habe ich schon gemerkt, dass es sehr, sehr gut geht. Du warst eine der stärksten dieser Ausreisegruppe. Du warst ständig vorne. Hast du die motivieren müssen, dass sie noch ein bisschen mehr fahren? Nee. Also ich bin so wie alle anderen meine Führung gefahren und habe versucht natürlich hier und da ein bisschen das Ding am Laufen zu halten. Aber eigentlich war jeder motiviert und wir haben echt gut zusammengearbeitet, was bei so einer großen Ausreißergruppe nicht häufig der Fall ist. Der Teil 1 eures Plans hat heute geklappt. Du warst in der Gruppe an der Relaisstation. Ja, wie war das, als du dann erfahren hast, dass du irgendwo gestürzt bist? Ja, natürlich erstmal irgendwie ein Downer, ne? Keine Frage. Also ich habe mich jetzt nicht gefreut, als ich das gehört habe. Ich dachte mir so, muss das sein? Und dann habe ich so ein paar Kilometer gebraucht, um mich jetzt darauf zu fokussieren, dass ich doch versuchen werde, auf Tageserfolg zu fahren. Und dann zum Ende hin hat es halt super funktioniert, weil ich mich auch gerade die ersten 40, 50 in der Ausreisegruppe ziemlich geschont habe, weil ich halt nicht mit der Ambition rangegangen bin, okay, ich muss jetzt hier das Ding irgendwie auf 5, 6, 7 Minuten Vorsprung kriegen, sondern einfach nur mitfahren. Und ich glaube, das hat am Ende mir auch noch viele Kräfte gegeben. Hättest du mehr arbeiten müssen, wenn irgendwo noch dabei gewesen wäre? Ich hätte dann halt gewartet, ne? Also wenn er attackiert hätte am Berg, dann wäre ich mit Sicherheit mich zurückfallen, also hätte ich mich mit Sicherheit zurückfallen lassen und wäre dann mit ihm hoffentlich am Hinterrad halt die Abfahrt runtergefahren und Richtung Ziel. Wie ist das, wenn man Bjarkowski und Alaphilippe schlägt an so einem Tag? Ja, natürlich so super. Etappe? Ja, keine Frage. Ne? Also die Ausreißergruppe war eh so hoch besetzt und ist eine mega Ehre. Also hat richtig Spaß gemacht. Konntest du dir das ausrechnen? Ich meine, ich hatte eigentlich mit Alaphilippe gerechnet. Also, etwas leichteren Flussanstieg? Ja, ich persönlich war auch nicht so glücklich mit der Konstellation, dass wir zu 8 in den letzten Anstieg reingefahren sind, weil ich auch dachte, er wird nicht so hart. Am Ende war er ein bisschen härter, als wahrscheinlich alle gedacht haben, gerade nach der langen Etappe. Und als ich gesehen habe, okay, ich habe jetzt 20 Meter auf Alaphilippe, bin ich halt voll losgefahren, weil ich wusste, wenn der an meinem Hinterrad klebt, dann wird es nichts. Und wann fing der Gegenwind an? Ich glaube, es war eigentlich so auf den letzten 2-3 Kilometern der meiste Gegenwind. Ne? Und auf den letzten 500 war halt richtig, richtig starker Gegenwind. Hast du irgendwas gehört unterwegs, wie es irgendwo geht? Nee, gar nicht. Nur gehört, dass er im Krankenhaus ist.